riesiger Ballon. Okay, nein, jetzt. Boah, die sind nicht gerade langsam, die Leute hier. Das heißt, wir hätten aber auch echt mal mehr geben können. Ich glaube, wir haben einen Talisman, haben wir, glaube ich. Oh, eine Blümchenseife. Von Gale. Hm. Yeah! Silikonchip! Da haben wir es doch. Bestimmt vom Forschungszentrum. Boah, 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 boah. Ah, mitten im Pult hat man keine Chance. Nein, 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 nein. Was will ich denn mit Vogelnestern? Hallo! Billige Limo. Ey, das ist geil. Das macht voll Spaß. Ich fürchte nur, dass das Inventar jetzt völlig voll ist. Da ist vor dieser Festlichkeit definitiv Inventar leeren. Was ist denn mit diesem Ballon? Ah, ich komme nicht raus, das ist ein Pulk. Ach, hier geht's noch weiter. Ah, der verschlafene Papa-Bär in seinem Morgenrock. Guten Morgen. Was macht ihr alle hier? Nö, wieso geht er noch hier? Ist er noch? So ein bisschen was abgreifen. Das war schön. Oh, ein Gruppenfoto. Nice. Oh, wie cool. Das ist ja putzig. Ja, da hast du recht. Pauli. Ich wünschte, das Fest würde länger dauern. Was für ein Fest. Schön, dich in Portia zu haben. Ach, die Lucy, genau, die Lehrerin. Die fand ich auch so putzig. Hallo? Na, hast du was bekommen? Warten. Even though Portia is a small town, the kids here are just as curious about the world as anywhere else. The feeling of achievement that I get when I see them advance in their studies is just indescribable. Ach, das sieht die Schwester, glaube ich, von Gale, vom Bürgermeister. Obwohl Portia eine kleine Stadt ist, sind die Kinder hier genauso neugierig auf die Welt wie überall sonst. Wenn ich ihre Fortschritte in der Schule sehe, ist das Erfolgsgefühl unbeschreiblich. Hab ich denn, warte mal. Vogel, ne? Das Zuhause eines Vogels könnte Dinge enthalten, die der Vogel gesammelt hat. Ah. Das ist natürlich geil, diesen kleinen Silikon. Über seine Herstellung ist nicht viel bekannt, allerdings kann er die meisten Maschinen betreiben, wenn er richtig angeschlossen wird. Wird meist von Robotern in den gefahrvollen Ruinen gefunden. Den Fisch kenne ich. Eine übliche Zutat, die zu allem passt. Muschelkette, eine Halskette aus Muscheln, ein nettes Geschenk. Angriff plus 5. Verteidigung. Ja, wir sind pro Verteidigung. Blümchenseife. Gibt einen angenehmen Blütenduft. Das ist auf dem Geld vom Bürgermeister. Er hat aber auch nur eine Seife verschenkt. Dann müssen wir uns von dem einen Talisman auch nicht schämen, die wir dann dazu beigesteuert haben. Hey. Ja, Ginger ist es. Hi. Hi.
People in Portia are all very simple and friendly folks. I really enjoy having a conversation with everyone. Die Leute in Portia sind ein einfaches, freundliches Völkchen. Ich genieße es wirklich sehr, mich mit ihnen zu unterhalten. Bye. Bye. Okay, und was geht jetzt noch hier so? Wir haben ein Gruppenfoto gemacht. Schöner Tag, nicht? Martha. Den habe ich, glaube ich, allen gesprochen. Hey, Sophie! Hello. Du auch hier. Hello! Emily loves my home cooking. Maybe you can come over for dinner sometimes. Emily liebt mein hausgemachtes Essen. Vielleicht kannst du mal zum Abendessen vorbeikommen. Ich glaube, Eier braucht ihr nicht, oder? Hier, warte mal. Da kannst du eine leckere Fischsuppe machen. Oh, gern geschehen. Das ist der komische Typ von der Kirche des Lichts. Hi. Hi. Nee, bye. Hi, bye. Wen habe ich denn? Brody, doch, bin ich auch schon. Check. Check. Hey. Hey. Goodbye. Oh, die rennen dann einfach weg, oder wie? Harold, bin ich dich schon? Hello. Ach, das ist die von dem Bekleidungsgeschäft. Genau. Hoffentlich bekommen alle Mädchen ein Geschenk, sonst streiten sie nur. Nur die Mädchen? See you. Das glaubst du auch nur du. Polly. Ja, bestimmt hier eine von hier so ein paar Brüder, die ich noch nicht kennengelernt habe. Ja, stehen wir jetzt den ganzen Tag hier noch so rum oder? Ach, Pinky, was ist denn los? Wieso? Ich verstehe das nicht. Miau? Warum denn Widersacher? Ich habe alles für dich getan. Ich habe dir Fische, wertvolle Fische habe ich dir gegeben zum Verknusen und du bist eine Widersacherin. Ich komme darauf nicht klar. Ich glaube, so langsam geht der heutige Stream dem Ende entgegen. Ah, vielleicht ein Viertelstündchen noch so bis eins. Habe ich aber auch schon vor 2 Stunden gesagt, von daher. Nehmt mich nicht beim Wort. So, die Eier, die packe ich mal einfach hier rein. Was mache ich denn hier mit der Muschelkette und der Seife? Wie sollte da nicht irgendwas drin sein? Eventuell? Ich glaube, die Angel brauche ich permanent im Inventar. Mal zu den Deckenschätzen. Muschelkette und Seife. Hier den Chip auf jeden Fall. Der kommt auch hier rein. Tja. Brauche ich noch so eine Truhe mit Krimskrams? Ach ja, Kupfer. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, da können wir noch mal auf die Suche gehen. Komm hier, das packen wir rein, das auch. Ach, müllen wir die Restekiste wieder zu. Ja, Spitzhacke. Ich
Bin mir nicht sicher, ob und in welchem Zeitrahmen, wenn hier Steine, ja, wie soll man sagen, nachwachsen. Müsste ja aber eigentlich sein, weil man sonst am Anfang jetzt hier nicht wirklich die Möglichkeit hat, sonst andernorts an die Mineralien zu kommen. Sehr gut, da war Kupfer vorbei. Ja, ich glaube, die haben wir alle schon mal zertrümmert, ja. Das wächst in Anführungszeichen Gott sei Dank nach. Remington auf seinem treuen Ross. Manchmal läuft das auch einfach selbst durch die Gegend. Ja, Cherry Sunny, also bedingt dadurch, dass ich natürlich Familie, Job und sonstiges habe, sind meine Hauptstreamtage derzeit freitags und oder samstags. Ich kündige das meistens über Facebook bzw. halt über den Discord-Server, den ich habe, halt an oder über Twitter, also über die drei Kanäle auf jeden Fall. Und meistens klappt das dann auch und das beläuft sich so von 8:30 bis so um die Uhrzeit, vielleicht auch schon mal einen Ticken länger. Und das sind so die Art von Spiele, die wo ich meinen Schwerpunkt drauf lege, also storylastige Games, weniger, also Shooter so gut wie gar nicht, bin ich auch kein großer Fan von, sondern halt entweder irgendwelche tiefgreifenden Spiele. Also was ich halt jetzt beispielsweise aktuell neben dem Titel hier spiele, ist The Long Dark, so als Langzeittitel spiele ich hin und wieder halt auch den Story-Modus davon. Oder gut, habe mit Butcher 3 jetzt wieder angefangen, unbedingt aber dann in der Offline-Runde dann halt für YouTube hochzuladen. Alien Isolation, also auch ab und zu mal ein Horrortitel, aber das verkraftet mein Nervenkostüm halt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Habe ich jetzt heute mal wieder ein Stündchen gespielt, bevor ich hier mit dem Titel angefangen habe. Und die zweite Frage. Ich glaube, du kannst wirklich den Leuten hier im Spiel am Anfang fast alles schenken. Also es muss schon wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen sinnig sein. Ich habe dem Papa-Bär zum Beispiel, der große Bär in dem Morgenmantel, den habe ich Honig geschenkt. Den kriegst du ja, wenn du gegen diese Bäume trittst, dann fällt schon mal Honig ab oder halt dieser Königshonig. Das fand ich halt recht passend, dass ein Bär halt gerne Honig schlägt. Der Katze habe ich beispielsweise halt Fisch gegeben. Man merkt aber, dass die Zuneigung nur rudimentär steigt. Also ich glaube, es gibt so besondere Geschenke, die vielleicht einzigartig auf den jeweiligen Charakter zugeschnitten ist. Und wenn du da natürlich dann das richtige Geschenk erwischt, dann geht, glaube ich, die Zuneigungsskala ganz nach oben. Aber das wird man wahrscheinlich erst im Laufe des Spiels irgendwie rausfinden. Aber am Anfang kann man, glaube ich, mit so 0815 Geschenken nichts verkehrt machen. Habe ich halt jetzt festgestellt. Also die freuen sich eigentlich über fast alles, was du denen halt gibst. Ich hatte jetzt irgendwie diese beiden Topaz-Steine, die hatte ich, glaube ich, hier aber auch beim Steinabbau per Zufall bekommen. Hab da, glaube ich, einen Stein habe ich der Emily geschenkt und einen Stein der Lucy, der Lehrerin. Weil ich glaube, man kann auch irgendwann hier romantische Beziehungen eingehen. Auch Tanzfeste oder sowas. Und da lege ich aktuell so ein bisschen den Grundstein, um vielleicht mit der einen oder anderen Lady halt anzubandeln. Ja, das sind so die Sachen. Hoffe, ich konnte die Fragen gut und ausreichend beantworten.
Aber klar, My Time at Portia wird definitiv auch ein Streamtitel für die nächsten Monate sein. Bietet sich auf jeden Fall an. Und gerade wenn ich halt hier so ein Nervenzerreißendes Spiel wie Alien Isolation hinter mir habe, dann brauche ich auf jeden Fall einen Ausklang. Und das ist schon gut. Ich habe jetzt schon den Horror und Stress vergessen. Also das passt auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich hier die Zeit ganz außer Acht gelassen, aber ich glaube, es sollte diesmal noch passen, dass wir rechtzeitig im Bett landen. Wobei, ich habe jetzt auch nicht festgestellt, dass wir da irgendwie einen Nachteil durch gehabt haben, dass wir da einfach auf der Wiese umgekippt sind. Da sind ja auch noch genug Menschen hier unterwegs um die Uhrzeit. Was ist denn los? Ja, kein Ding. Also, wenn du Fragen hast, gerne Fragen. Und ich versuche, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich habe eigentlich noch Bock mehr zu... Ja, jetzt bin ich doch umgefallen. Verdammt! Ah, wenigstens vor der Haustüre. Eigentlich habe ich noch Bock weiterzumachen, aber andersrum... Ja, vielleicht häng ich doch noch ein paar Minuten dran. Mal gucken. Müsste ich aber zumindest noch mal eben was kurz zu trinken holen. Oh, Post. Wir haben Post. So, erstmal die Erzeugnisse. Des Obertageabbaus. Übertage heißt es. Übertageabbau. So. Waren das zwei Barren, die gefehlt haben? Ich meine, das war so. Ich meine, sechs Barren brauchen wir. Ja, ich glaube, drei Kupferrohre und zwei Barren braucht man pro Rohr. Ja, sechs Barren heißt zwei müssen wir noch machen. Okay, vom Holz passt es auch. Könnten wir nach einem weiteren Handelsauftrag mal gucken. Oh, hier sind ja alle drei Brüder unterwegs. Was ist los? Von Isaac. Hi. Ich bin ein alter Mann, der es liebt, im Park 5 Gewinn zu spielen. Aber genau da liegt das Problem. Es gibt im Park keine Tische. Ich muss auf dem Boden spielen. Also habe ich beschlossen, meinen eigenen herzustellen. Ich habe viele Werkstätten kontaktiert, um einen Steintisch und zwei Steinsitze im Auftrag zu geben, aber keiner war der Auftrag lukrativ genug. Du bist meine einzige Hoffnung. Dem habe ich doch schon zwei Steintische schon produziert. Isaac. Jetzt braucht er nochmal zwei weitere Tische und zwei Stühle. Moment, was ist denn mit der Baumwolle? Die müsste doch... Oha, ja. Die Baumwolle, nee, die ist fast soweit und die hat man ja später eingepflanzt. Okay, alles gut. Ein Tisch und zwei Hocker. Okay, kriegen wir hin. So, ein Tisch. Zwei Hocker. Cherry, das trifft sich wunderbar, da bin ich auch mal kurz auf AFK, weil dann kann ich nämlich eben nochmal mir ein frisches Getränk holen. Hocker, zwei Hocker, ein Tisch haben wir.
Wieso ist denn mein Holzschwert im Inventar? Ob der jetzt den Tisch aufstellt und die Hocker, würde ich ein bisschen feiern. Excellent work. I'm impressed. Now I just wait for it to be set up and we can have a game of Crossfire or two. Ausgezeichnet. Ich bin beeindruckt. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass es aufgestellt wird. Dann können wir ein paar Runden 5 Gewinn spielen. Und er hockt sich mit dem Brett wieder auf den Boden. Na gut. Musst du selbst wissen. Das kann ich dir nicht auch noch abnehmen. Gibt es auch Geld, wenn es im Ohr juckt? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben Wochenende. Da gibt es keine Aufträge. Verdammt. Was macht denn die Handwerker-Rangliste? Ja, langsam wird's. Hier. Zumindest kein Schlusslicht mehr. Was könnten wir denn mit der Zeit anfangen? Ich weiß. Da könnten wir nämlich für unser eigenes Haus nämlich mal... Was war's? Das können wir noch nicht, wegen der Baumwolle. Hier. Hartholz und Holz. Hartholz 8. Holz 29, okay. Hartholz waren die großen Bäume. Ist das ein großer? Ich glaube. Normalen Holz haben wir doch genug. Okay. 15 wird benötigt, 29 haben wir. Okay. Heißt, wir brauchen nur in Anführungszeichen 8 Harthölzer. So, ich trete vorher nochmal gegen den Baum, bevor ich ihn jetzt fälle. Das geht. Ich habe noch keinen passablen Verwendungszweck für diese Gummifrüchte entdeckt. Okay, so, jetzt können wir den umfällen. Oha. Oh, brachte nur 2 Hartholzer. Oh, dann müssen wir aber 4, im schlimmsten Fall 4 weitere Bäume fällen. Oh Gott, das sieht ja erbärmlich aus, da nur die Stämme dann hier in der Landschaft stehen zu haben. Oh, 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 oh. Das ist nicht schön. Das brachte 3. Sind wir bei 5? Ich hoffe, die Bäume wachsen nach. So, das hat gereicht.
3 Kupferrohre. Okay, in 3 Stunden fertig. Harz wird von Bäumen abgesondert. Manch einer sagt, es sei die Träne des Baumes. Oh, ja, macht mir noch ein schlechtes Gewissen, Spiel. Das ist ja mal... Ah, für Gummi, okay, ja, gut. Der Schluss lag jetzt auch nahe. Huch, wo kommt denn das Sinnerz her? Schnell in die Kiste packen. Was brauchen wir? Ein Bücherregal. Erhöht die maximale Gesundheit, warum auch immer. Wir fragen nicht nach. Kann das Haus doch bestimmt erweitern. Oder auch schöner machen. Das sieht nämlich relativ unspektakulär aus. Da ändert auch dieses Regal wahrscheinlich nicht so viel dran. Oh Gott, das ist ja auch noch... ja. Schönen guten Abend, Herr Lupus. ja, nee, hast du vollkommen recht. Das ist eine richtig vorzeigbare Bude. Die kann man mit Stolz auf jeden Fall präsentieren. Ja, ich glaube, man konnte in dem Ort konnte man das irgendwie auch erweitern. Möchten wir denn noch was eventuell? Eisenbarren können wir noch nicht. Wir haben zumindest noch kein Eisen gefunden. Wahrscheinlich muss man dafür eher unter Tage. Das wäre das nächste. Dazu müssen wir erstmal die Baumwolle ernten, wenn sie denn dann auch mal fertig ist. Ah, können wir. Super. Gucken, wie viel wir kriegen. Schön, 15. Ich habe Baumwolle geerntet. Okay, packen wir erstmal hier hin. Okay, von den Faserstoffen haben wir genug. Auf Vorrat, Baumwolle auch. Hartholz-Deal müssen wir 2 machen. Boah, 5 Harthölzer, sprich 10 Harthölzer bräuchten wir. Wir müssen weitere Bäume umklatschen. Ja, WB, Cherry. Schön, dass du noch zuschaust. Zehn war das, ne? 10 Harthölzer. Oh, oh, oh. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nachbarschaft hier umhalzen müssen. Vielleicht hätte ich mal davor da noch gegentreten müssen. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Bäume nachwachsen. Sieben, so noch 3.
Das sollte doch der Baum hier noch hergeben.